Uns war die Naturverbundenheit so wichtig. Wir wollen in der Natur leben, Samen und Körner essen. Luft atmen. Ich habe eine Kaffeemaschine dabei. Aber Samen und Körner sind trotzdem in deinem Bauch. Ja, stimmt. Herrlich, ein Leben. So mit der Natur verbunden. Wie wir das so führen. Das glaubt ja keiner. Na und? Vielleicht verwendet ihr trotzdem mal. Nein, wir müssen schon ehrlich sein. Wir wohnen im Zentrum von der Großstadt. Und jedes Mal, wenn wir rausgefahren sind mit unserem Wohnwagen oder Zeltanhänger oder sowas. War die schönste Zeit in unserem Leben. Es ist aber so, du hast auch, wenn du das Wochenende rausfährst, hast du jedes Mal Urlaub. Und es geht komplett... Du kommst auf den Punkt, der wichtig ist. Und zwar, die meisten freuen sich auf einen Urlaub, der 2, maximal 3 Wochen im Jahr ist. Und fokussieren ihr ganzes Leben auf eine Zeit, dass sie denn so komprimiert in 3 Wochen ihr ganzes Leben erleben und sich danach wieder in die Arbeit zurückbegeben und wieder warten auf den nächsten Jahresurlaub. Das Campen ist für mich der Ausweg daraus, und zwar machen wir natürlich trotzdem unseren Job, aber wir können halt auch mal 2 Tage weg, wir können auch mal 3 Tage, wenn ein Feiertag ist, weg. Wir sind unter Umständen 50, 60 Tage in und um Berlin unterwegs und haben auch diese kleinen Tagesreisen, die man natürlich kurzfristig ohne große Organisation auf Fahrzeug setzen. Einfach eine Fahrt ins Blaue. Ja. Ja. Einfach eine Fahrt ins Blaue, ja. Und das ist halt das Schöne daran. Am Campen. Und wir haben uns nicht für irgendein festes Wochenendhaus entschieden, weil man halt immer dort dieselbe Arbeit macht. Richtig. Ein Wochenendhaus ist im Grunde genommen eine weitere Kette am Bein. Und zwar, so empfinden wir das. Man fährt hin, arbeitet, setzt sich dann zum Kaffee trinken hin, lädt die Nachbarn ein und fährt dann wieder los. Ja. Das nächste Mal, wenn man kommt, fährt man wieder gießen, man fährt wieder... Man fährt doch immer an denselben Ort, ne? Und wir machen es so, wir fahren einfach raus, Norden, Süden, Westen, Osten, meistens ans Wasser, müssen wir zugeben, ne? Wir suchen eher Wasser als die andere Seite, aber Wald ist auch wunderschön und können einfach wirklich eine Übernachtung. Man hat die Natur um sich, die man nicht pflegen muss. Also ich habe hier nichts gehabt, nichts gesehen. Der Teich hier ist besetzt mit Fischen, die mir nicht gehört haben. Die wir nicht reingesetzt haben. Richtig. Die Frösche, die hier quaken, und die Insekten, die sind hier frei Haus. Ja. Also, naja, Wildcampen ist schon eine feine Sache. Es ist ja kein Wildcampen in Berlin, also in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern darf man ja das freie Stehen über eine Nacht machen, und das ist ja herrlich, und man hinterlässt ja so auch keine Fußabdrücke, weil wir fahren einfach nur ran. Wir entladen hier keinen Müll oder so, was viele immer so... Im Gegenteil, wir nehmen meistens den Müll von Ich sammle anderen immer meine Tüte voll, richtig? Ja. Also das ist mir auch ganz wichtig. Ja. Immer wenn ich hier meine Mülltüte am Fahrtende schnüre, sammle ich um mich herum den ganzen Müll ein, bis er voll ist. Weil uns kostet sowieso kein Geld, den Müll zu entsorgen. Wir wohnen in einer 66 Mietparteienhaus, da müssen wir halt den Müll in den Mülleimer schmeißen und fertig. Ja. Und oft lassen wir auch vor Aldi an der Tür stehen. Ich kriege mal eine Anzeige von Aldi. Im Supermarkt, ja. Nein, das ist einfach die einfache und ideale Lösung. Frage an Kevin. Was hat dir am meisten Spaß gemacht zum Fertigstellen als Arbeit? Welches ist das Stück, wo du sagst... Die Solaranlage. Definitiv. Ich liebe Solarstrom. Ich finde... Es gibt nichts Befriedigenderes, als den Strom zu verbrauchen, den die Sonne zur Verfügung stellt. Das ist wunderschön, ein Gerät zu betreiben, wo man den Strom einfach geschenkt bekommt. Von der lieben Sonne. Von der lieben Sonne. Und als Arbeit, als Bastelarbeit, was hat dir da am meisten Spaß gemacht? Das Schweißen, du wisst ja, ich schweiße sehr, sehr gerne. Das war eigentlich auch der Grund, warum wir uns den hier gekauft haben. Ich brauchte ein Schweißprojekt. Okay. Ja, ich fand es nicht so gut, weil das hieß jedes Mal Augen zu, und dann musste ich mich umdrehen, damit ich da nicht reinschaue bei meiner Helfertätigkeit. Also das war für mich immer ein bisschen, ja,
Also Schweißassistent ist jetzt nicht der Traum meines zukünftigen Arbeitslebens. Tja, da wärst du sehr schlecht gewesen. Frechheit! Oh. Welche Arbeit hat dir denn am meisten Spaß gemacht, Martina? Welche? Holz. Ich fand Holz schön. Holz, also gut, geschnitten hat ja Kevin meistens, aber das Abschmirgeln, das Schleifen, das finde ich haptisch sehr schön. Und das Streichen, weil wir haben so ein Öl genommen, ne? Firnis. Am Anfang war das richtig Leinölfirnis. Leinölfirnis, genau. Das war richtig, als wenn man, also das Material da einzuarbeiten, auch wenn es mit einem Pinsel war, das war sehr schön. Und das Ergebnis, ich mag einfach Holz. Ich finde Holz immer noch immer, immer, immer Aber toll. viele würden sagen, USB-Platten sind kein Holz. Ja, okay. Diese Platten, die wir da verwendet haben, das sind ja eh keine Platten, die man normalerweise, wenn ich recht informiert bin, für Möbel und für alles Mögliche verwendet. Aber das Holz, was wir verwendet haben, sieht schön aus, finde ich persönlich als Endergebnis. Hat sich zum Bearbeiten war es schön, weil es eben so unterschiedlich war. Das war nicht nur glatt zum Anmalen, sondern haptisch war es sehr schön. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Tja, dann ist noch die Frage, warum haben wir uns für die USB-Platten entschieden? Tja, die USB-Platten, die ominösen. Also in erster Linie ist es ja kein Werkstoff, womit man Möbel baut. Aber ich habe mir mal vor mehreren Jahren einen Couchtisch daraus gebaut. Und Ja. den fand ich sehr, sehr schön. Also einfach nur ein viereckigen Würfel. Da sieht man nicht, dass der irgendwo eine Naht hat. Also es sieht aus, als ob ein Quadratmeter Würfel von USB-Platten da steht. Und kann ich auch mal ein Foto nachher später einbauen. Und den fand ich immer sehr attraktiv. Also weil es ist einfach sehr was sehr einfach zu herzustellen ist, aber sehr optisch sehr ansprechend. Und ich hatte immer schon eine Idee, mir daraus mal einen Kleiderschrank für die Schlafstube zu bauen. Dazu ist es nie gekommen. Und dann habe ich es jetzt in dem Projekt mal verwendet. Wozu sind normalerweise USB-Platten? Für den Boden, ne? Eigentlich ganz früher als Bodenplatten und Ja. als Bauplatten. Die haben aber einige recht angenehme Eigenschaften für den Bau von unserem Projekt. Die einzige negative Eigenschaft ist das hohe Gewicht pro Kubikmeter. Was sind die guten Eigenschaften? Die guten sind, es ist relativ verzugsfrei. Also wenn es Feuchtigkeit aufnimmt, verzieht es sich kaum bis gar nicht. Es quillt eher, als dass es sich verzieht. Das ist ein natürlicher Stoff, ne, Es ist soweit ich aus weiß. Holz mit Ja. viel Leim, aber auch der ist mal ausgegast. Ja. Und Er ist günstig, es ist es nicht die ist sehr, teuerste. es Ja. ist sehr günstig, es ist sehr stabil. Ja. Es ist sehr, sehr stabil, schon im Schichtholzbereich Ja. von der Stabilität her. Es Es lässt ist, sich wunderbar bearbeiten, ja, schneiden, streichen. schleifen. Es ist ein sehr verzeihender Objekt zum Streichen. Also Ja. da kann man tünchen. Also da muss man nicht drauf Ja. Na, und das mit achten. diesem Leinöl, das war wirklich schön. Das Ja. riecht gut schon. Und uns gefällt es persönlich sehr gut. Es ist auch ein bisschen anders. Es ist ja nicht, dass es oft verbaut wurde, ne? Wie oft Nee, hast du Möbel im gesehen? Möbelbau ganz selten. Ganz Also selten. beziehungsweise Also fast gar nicht. haben wir eine ganz Im eigene das baut Sache. man vielleicht mal für ein Kellerregal oder im Kellerschrank, aber in einer Wohnung ganz, ganz selten. Nein, wir sind sehr Das hat den zufrieden mit Charme uns, ja. von der rohen Betonwand, der ja auch zum Teil Wog ist. Natürlich, natürlich, ist sehr stark. Das schauen wir dann innen an, ne? Warum haben wir dieses Metall so verarbeitet? Du meinst den Rahmen geschweißt? Ja, warum haben wir uns für diese Art entschieden? Für die Konstruktionsweise des Rahmenbaus. Ja, das ist im Grundsatz eine sehr einfache Konstruktionsweise und bietet viele Möglichkeiten. Wir haben Metallrohre, also Vierkantrohre verschweißt und die haben wir dann als Kassette mit Holz befüllt, in Kassettenbauweise. Und das ist leicht zu machen, man braucht wenig Werkzeuge, man braucht kaum Maschinen und man hat trotzdem eine sehr hohe konstruktive Freiheit. Und wir sparen relativ viel Gewicht, wenn Und es man. schaut schön aus. Es ist optisch ein ganz Ich fand anderer dieses Anreiz. Metall zusammen mit dem Holz, ich finde das wunderschön. Ja, und ich sage ja jetzt nur die technische Seite, warum ich mich dafür entschieden habe. Optisch, klar, du hast recht, das sieht wunderbar aus, finden wir. Ja.
Und von der Konstruktionsseite her, ich meine, ich muss ein Gerät haben zum Schneiden, ich muss ein Gerät haben zum Verschweißen Aber und du hast jede Freiheit, was die Größe, Länge und Breite betrifft, ne? richtig. Und es ist sehr leicht, nochmal darauf zurückzukommen. Also zum Beispiel wir haben jetzt 16 mm Vierkantrohr mit einer Wandstärke von 1 mm genommen. Das hat pro Meter 220 Gramm. Eine Dachlatte hat 340 oder so. Ja. Also zumindest eineinhalb Mal so viel. Das ist nicht das, was unseren LKW schwer macht. Nee, Ja. also wir haben insgesamt 300 Kilo Materialverbrauch. Ja, weil wir haben ja wie so ein Skelett innen drin alles, ne, Alles mit Stahl gemacht und ist dann in ausgefüllt. Ja. Rahmenbauweise, Ja. genau. Und wir können auch jede Platte wieder rausnehmen, austauschen, weil die sind einfach nur eingenietet. Also Es gibt auch eine bestimmte Stabilität, ne, in dem Fahrzeug. Es ist relativ Ja. stabil, ja. Ja. Und vor allem ganz wichtig, gerade beim Stahl, es ist halt auch ein bisschen flexibel. Eisen kann flexen. Ja. Das heißt, bei dem Koffer, da hat man immer ein paar Schwankungen Wackeln. drin Ja, und ja. ein bisschen Torsion. Ja. Und das nimmt dieses Material wunderbar auf. Dankbares Material, Ja. ja. Bei einer reinen Holzkonstruktion würde das auch gehen, aber die würde halt knirschen und knacken sehr stark. Also für die wäre das auf Dauer. Ist nicht das Ideale, ja. Doch, wert schon. Also es ist nicht schlecht mit Holz zu bauen, aber es ist langweilig. Du musst immer irgendwas anderes machen, ne? Also Kevin ist eigentlich der Typ, der schaut sich auch vorher überhaupt keine fertigen Sachen an von Nee, überhaupt irgendwelchen nicht. anderen Sachen. Im Gegenteil, ich wollte ihm ein, zwei Videos zeigen und er so, nee, nee, geh mir weg, weil er Das vernichtet die komplett, Kreativität. ja, sagt er. Ich bin so der Copy und Paste, ne? Ich schaue mir 10 Sachen an und dann schaue ich mir an, was mir gefällt und mache dann meine Farbe, mein Material, aber lass mich inspirieren. Und du, ich weiß nicht, woher nimmst du deine Inspiration her? Ich habe Ideen. Ich habe einfach Ideen und da Okay. möchte ich mich kaum, unbeeinflusst gibt es nicht. Im Leben sieht man immer irgendwelche Ja. Sachen, die ihn interessieren oder beeinflussen. Aber ich habe zum Beispiel zum Start des Projekts hier LKW-Ausbau, habe ich explizit keinerlei Ja. Ex-LKWs angeguckt oder andere Ausbauen. Erst Bauprojekte. nachher, ja. Richtig, und erst im Nachhinein. Ja. Ich wollte nicht irgendwie das, ich nenne es jetzt mal Kopieren, so, nein, ich wollte nicht kopieren, das ja. 10. IKEA-Mobil bauen. Was ja wunderbar Mit allem aussieht, Respekt sehen toll aus, die gibt's Dinger. tolle Sachen. Ja, also man kann aus IKEA-Möbeln echt eine ganze Menge machen. Super, ja. Aber ich wollte meine eigenen Ideen haben dürfen. Und die kann man nur haben, wenn man nicht zu Ja. stark von anderen Projekten beeinflusst war. Ich Ich habe denke ja auch auch keine. deshalb, ja, ist es so anders geworden, ne? So vom Optischen auch, von den ganzen Zusammensachen, ne? Ich habe ja auch überhaupt keine Zeichnung angefertigt. Wir haben nichts. Ich habe eine. Ich Du habe hast eine ganz am grobe Anfang eine Zeichnung. Ja, damit Raumaufteilung ich gemacht, eine ja. Raumaufteilung. Da haben wir so ein bisschen geschoben, ne? Ob das Bett nach hinten geht oder rechts oder links, weil wir haben bestimmte Vorgaben gehabt. Wir hatten die Bettgröße ausgesucht. Wir hatten uns ausgesucht, dass die Sitzecke ein Bett werden kann. Das heißt, es musste auch eine Ja, und wir Mindestbreitenhöhe hatten sein. die Die Dusche. Küche. Die Küche. Die Küche, da hatten wir so bestimmte Abstände, ne? Das ist also die Oberschränke von oben ganz nach unten Das haben gezogen wir und ganz so, einfach ja. abgemessen bei mir zu So ein Hause. paar Sachen, genau. Und den Rest haben wir halt ein bisschen geschoben. Ne? Wir wollten erst das Bett vielleicht in die Länge und dann Breite, aber dann Gott sei Dank habe ich mich durchgesetzt. mit der Zustimmung der Frösche, der Anwesenden. Ja. Bei was hast du dich durchgesetzt? Na, bei der Konstruktion der Aufteilung des Raums. Ja, Da gut. hattest du leider nicht die besten Ideen. Hätten wir Weil dieses ich habe Dachgewölbe überhaupt nicht umgesetzt. technisch Ja. geguckt. Ich habe nur geguckt, wie es kuschelig wird. Und dann kam Kevin eben mit technisch, hat sich durchgesetzt. Aber ist gut geworden, schaut auch schick aus. Also. Da kann man nicht meckern, sagen die Berliner. Was bekommst du am meisten für Fragen, wenn die Passanten vorbeigehen? Und weil Kevin arbeitet ja immer noch auf dem Balkon manchmal Am und ist deshalb Straßenrand, ja. ja im Publikum viel. Und da bleiben einfach viele Nachbarn, Fußgänger und so weiter stehen, weil wir ja mitten in der Stadt sind. Was ist die häufig gestellteste Frage? Bei Weitem Nummer 1 mit gnadenlos großem Abstand ist die Frage, wo soll es denn hingehen? Und was sagst du Wo drauf? geht's denn hin? Und wohin geht's? Ich sag immer, das habe ich gar nicht überlegt. Ich baue das Ding erstmal und danach überlege mir, wo es hingehen soll. Weil ich hatte ja kein Nein, wir haben kein Ziel eigentlich, Ziel, ne? irgendwo hinzufahren, sondern ich hatte Ja. ein Ziel, eine schöne Zeit zu verleben. Und das ist ortsunabhängig möglich. Also ich wollte, meine Vision von dem Fahrzeug war nicht an einem bestimmten Ort, sondern in einer bestimmten Stimmung.
Das heißt, du, ich, das Fahrzeug. Und dann unterwegs sein, ja. Ja. Weil es gibt eigentlich keine schlechten Ziele. Also. Nee. Selbst der Tagebau. Ja, wir grillen ja fast immer. Wir grillen sehr viel, ja. Wir essen keine Körner und können uns Fleisch leisten. Oh, Kevin. Wir essen Salat, wir schnippeln sehr viel, aber ich habe total schön viel Platz. Aber trotzdem essen wir Fleisch. Ja, ich esse Körner. Du kannst auch mal Körner picken. Ich esse Körner. Und ich auch. Ich liebe Körner. Ja. Leider.